Ich wache auf in einem Wald, ich bin blutverschmiert. Scheiße, was soll das denn, wo bin ich denn eigentlich hier? Letzte Nacht erstmal kräftig einen Film geschoben. Ich kann mich an nichts erinnern wegen den scheiß Drogen. Etwas Basis hat geschnüffelt und es ging ab. Pflanzendünger genommen, ich bin am Sarg. Neben mir liegt eine Leiche, sie ist so kalt. Eine Tote neben mir, sie ist so bleich wie Kalk. In meiner linken Hand halte ich ein Hackgebeil. Ich muss sie loswerden, ich hacke sie kurz und klein. Die Einzelteile stecke ich in blaue Plastiksäcke. Ich bringe sie zu mir nach Hause, ich muss sie verstecken. Ich fahre zu mir nach Hause, ich brauche einen Plan, wie ich diesen toten Kadaver loswerden kann. In meinem Wahn habe ich diese Alte mitgeschliffen. Durch meine Drogenhallus wollte ich sie aufschlitzen. Ich hab der Alten die Titten letzte Nacht abgerissen. Eins ist klar, sie hat richtig heftig gelitten. Wie werde ich nur diese Frau so schnell wie möglich los? Ich hole den Spaten, vergrabe sie auf mein Hinterhof. Das war gefühllos, das ist rationales Denken. Ich bin kein Emo, ich muss schnell von hier verschwinden. Ich seh das Blaulicht vor der Tür, sie kommen angefahren. Jetzt steh ich vor Gericht wegen meinen Drogenwahn. Wieder mal im Vollrauscher, wieder mal zu aggressiv. Jedes Mal dasselbe und ich lerne es einfach nie. Doch heute ist es anders, scheiße, heute ist es schlimmer. Blut überströmt, liege ich nackt im Schlafzimmer. Ich schau mich um, verdammt, da ist eine Frauenleiche. Schönes blondes Haar, ich kriege einen Steifen. Fick den toten Körper, find die Schlampe so geil. Mache Videos davon, denn irgendwann bin ich allein. Erst kommt die scheiße Arbeit und dann das Vergnügen. Schneid den Kopf ab und fang an Filme zu schieben. Was wäre, wenn jemand von dem Scheiß Bescheid weiß? Komm nicht klar, nimm das Küchenmesser und schneid. Arme ab, Beine ab, weg damit dem Plastiksack. Gut verpackt, doch für den Rest ist hier kein Platz. Hier das scheiß Amphetamin von ihrem Arschloch. Kurz darauf hör ich, wie es an der Tür anklopft. Das sind Legal Highs, 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 Highs. Das ist der Drogen-Hangover für einen anderen Mann, das Game Over. Legal Highs, 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 Highs. Das ist der Drogen-Hangover für einen anderen Mann, das Game Over. Legal Highs, 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 Highs. Kipp den Nagellack entferner in die Drinks, bis du nicht mehr stehst. Legal Highs, 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 Highs. Früher war es Kokain, heute sind es Deo-Sprays. Das sind Legal Highs, 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 Highs. Das ist der Drogen-Hangover für einen anderen Mann, das Game Over. Legal Highs, 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 Highs. Das ist der Drogen-Hangover für einen anderen Mann, das Game Over. Legal Highs, 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 Highs. Kipp den Nagellack-Entferner in die Drinks, bis du nicht mehr stehst. Legal Highs, 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 Highs. Früher war es Kokain, heute sind es Deo-Sprays.